Oh, wie schön. Hat der Dumbo doch Wasser für das Entenbaby geholt? Das finde ich ganz, ganz toll, Dumbo. Danke dir. So, dann geht's jetzt auch gleich wieder los. Wir haben ja zur Aufgabe gehabt, dass wir uns von hier bis hier 7 cm aufzeichnen. Hier auch. Ich habe das auch links und rechts gemacht. Und nun müssen wir nur noch unser Steuergerät hier einbauen. Ganz einfach. Ich habe hier die Rechenkette und wir nehmen hier 4 Felder, das sind 2 cm. Die norden wir uns hier ein, da, 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 da und machen uns hier einen Punkt. Zack, da ist ein Punkt. Nun gehen wir mit dem Zirkel auf diesen Punkt. So. Und steppen den in der Mitte ein und sagen uns hier, hier und hier. Jetzt haben wir überall parallel dazu 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Nun gehen wir hin und werden uns von diesem Punkt. Ja, komm her. Von diesem Punkt zu diesem Punkt den Zirkel einstellen. So, steht. Fangen wir auch gleich an, einen Kreis zu zeichnen. Ja, wenn die sich alle hier auf diesem Punkt hier treffen, dann haben wir das schon ziemlich korrekt gezeichnet. Seht ihr, Mittelpunkt, Mittelpunkt, da Mittelpunkt, da Mittelpunkt. Manchmal kommt es vor, dass das nicht unmittelbar der Mittelpunkt ist, aber das ist nicht schlimm. Wir können uns das ja dann ein bisschen nivellieren. So, jetzt gehen wir von da aus und wollen jetzt 1 cm weiter, wenn wir uns gleich wieder mal hier unser, wir haben ja gesagt, ein Bandverlauf soll 1 cm sein. Machen wir uns das hier. Gut, stellen uns das an. Und zwar, gehen wieder 4-mal rum. Hoppla, jetzt bin ich hier rausgesprungen. Da ist der Zentimeter. Eins. Wunderbar. Nun gehen wir ran und sagen, von diesem gehen wir hier rauf und sagen uns so 5 mm hier. Zeichnen uns.
Jetzt haben wir gesagt, wir wollen den, sagen wir mal, 9 mm ungefähr machen, 9 mm. Kann auch ein bisschen kleiner sein. So. Kann auch 8 sein. Aber wir müssen uns ja auf irgendwas einigen. Stellen wir uns den wieder ein. So. Von dem zu dem. Hoffentlich jetzt ist er nicht festgeschraubt gewesen. 1. Wunderbar. Für diejenigen, die jetzt sagen, ach, das ist ein schönes Motiv, das gefällt mir, so will ich das zeichnen, dann müsst ihr das drüber und drunter, drüber, drunter, drüber, drunter, das kennt ihr ja auch, alles wegradieren, dann mit dem Edding und dem Mondmann, dann ist das schon fertig. Für diejenigen, die noch etwas verfeinern wollen, habe ich was vorbereitet, geht es jetzt weiter. Und zwar habe ich hier auf meinem Schmierblock so verschiedene Ecken vorbereitet, wie man das verfeinern könnte. Gefällt mir aber nicht. Darum habe ich mir gesagt, oh, diese Ecke, die gefällt mir hier, diese. Erst war so. Die. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man so eine Ecke zeichnet. Wenn ihr sie so haben möchtet, könnt ihr die nachzeichnen. Und zusätzlich kommt hier noch so ein Streifen rein, aber das zeige ich euch im zweiten Akt. Jetzt machen wir erstmal die Ecken, wenn ihr das möchtet. Und dazu habe ich auch schon wieder was vorbereitet. Und zwar ist es diese Ecke. So sieht die dann aus. Und wie man das zeichnet, zeige ich euch jetzt hier. Wir nehmen uns ein Lineal oder ein kleines Geodreieck und zeichnen uns von der obersten Kante gerade parallel so ein Strich. Gut. Der ist jetzt hier ein bisschen falsch geworden. Muss ich genauer machen. Ah, da ist er ja schon. Habe ich ja schon. Da ist er ja. Gut, wusste ich nicht, dass ich das auch schon. So. Und dann ist das unser neuer Punkt hier, nicht dieser Punkt. Und dann gehen wir ran und machen das hier. So, und dann sagen wir mal, kommen wir von hier raus, gehen hier rein, hier auf diesen Punkt. Jetzt drehen wir uns das Ganze raus. Wir haben gesagt, von hier über unsere 3 mm so, auf diesen Punkt. Und zwar so, dass diese beiden Dinge ungefähr gleich aussehen. Wir sehen, dass der ein bisschen größer, der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen größer. Machen wir den ein bisschen kleiner. Muss man sich so zurechtfummeln. So, zack, haben wir ihn drin. Nun gehen wir von hier ganz, ganz minimal und sagen, der muss ja hier auch noch rein. Gut, der hier. Und zwar ab hier, parallel zu diesem. Bis hier rauf, zu diesem Punkt. Der hier, von dem, auch hier parallel auf. Und wenn wir das jetzt gradieren würden, hier drin auch. Jetzt müsst ihr genau gucken, das muss ungefähr so beides gleich sein. Wenn wir das dann mit dem Edding machen würden, dann sieht das so aus. Parallel dazu kommt noch etwas, das wir vielleicht, wenn ihr möchtet, nicht den Rahmen, der hier ist, sondern die Felder. Also unser Motiv, eigentliches Motiv, können wir einfach mal so maximal 2 mm hier so ein, hier auch 2 mm ungefähr so.
verschönern. Es kommt aber erst später. Und wie das dann aussieht, zeige ich euch hier. Gut. Hier haben wir den Bogen, hier haben wir den, der rausgegangene. Das ist das, was wir gezeichnet haben sonst. Und hier habe ich schon mal vorgezeichnet, wie das dann aussehen könnte, wenn man diese 2 mm anzeichnet. Also, wir konzentrieren uns jetzt darauf, wenn wir die Bögen möchten und diese Spitzen möchten und werden uns erstmal die Spitzen zeichnen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr seht, wir haben die Spitzen gezeichnet. Nun geht's daran und wir zeichnen uns so im Abstand von 2 mm hier unsere Wandverläufe. Aber erst nachdem wir drüber und runter geklärt haben, ich bin jetzt hier drüber gegangen und zeichne euch das einmal vor hier, so ungefähr. Bisschen dünner vielleicht. So. Dann muss man sich das so hinnivellieren. Dafür haben wir ein Radiergummi. Immer dran denken, der Edding kommt ja auch noch. So, wenn das hier drüber ist, geht der hier drunter. Und dann zeichnet euch das mit diesem Ding. Ist eine Fleißarbeit. Ich mache das auch und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde des Zeichnens, ihr seht, ich habe das hier auch auf den Weg gebracht, drüber drunter und diese kleinen 2 mm bis 2 mm maximal, diese Streifen gezogen und jetzt kommt der Edding. Ihr seht, ich habe alles wegradiert, was überflüssig war, die Streifen, die wir nicht mehr brauchen. Und nun könnt ihr das auch bunt malen. Ich ziehe mich etwas zurück und verfeine meins auch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier seht ihr, dass ich das ein bisschen rot gezeichnet habe, die Innenläufe und hier ein bisschen schattiert habe. Das ist meine Antwort auf dieses Video, auf dieses Motiv. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß gehabt habt dabei, das nachzuzeichnen. Lasst euch Zeit dabei. Ich möchte euch noch eins mit auf den Weg geben. Wir wachsen nicht, wenn Dinge einfach sind, aber wir wachsen, wenn wir die Herausforderung annehmen oder uns der Herausforderung stellen. Stellt euch der Herausforderung mit diesen beiden Dingern und ihr werdet sehen, das klappt. Ihr müsst nur Stück für Stück machen. Ihr müsst nicht das Ganze sehen. Bis dahin alles Liebe. Viel Spaß, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.